Professor Sieg, wie kann die Funktionalität gerade bei Karzinomen im Mund-Rachenraum am besten erhalten werden? Also das Ziel einer jeden onkologischen Therapie ist ja zunächst einmal, die Geschwulst zu beseitigen, also den Tumor mit notwendiger Radikalität zu entfernen, mögliche Metastasen ebenfalls, aber auf der anderen Seite auch möglichst viel an Gewebe zu erhalten, also mit einer eingeschränkten Radikalität oder mit einer möglichst erhaltenen Funktionalität die Tumorerkrankung zu beenden. Und alle drei großen Säulen der onkologischen Therapie, sowohl die chirurgische Therapie als auch die Strahlentherapie und die Radiotherapie, haben in den letzten Jahren neue Methoden entwickeln können, um zumindest im Hinblick auf Funktionserhalt ein günstigeres Outcome für die Patienten zu erreichen. Hinzu kommt, dass es neue Therapieoptionen gibt, insbesondere Immuntherapie. Und auch hier wird vermutlich der Einzug der Immuntherapie in die klinische Praxis den Funktionserhalt verbessern können. Und was hat denn gerade die Chirurgie in den letzten Jahren dazu lernen können? Also was die ablative Chirurgie betrifft, also das Entfernen der Geschwulst, hat sich im Grunde genommen in den letzten 50 Jahren ganz wenig verändert. Große Unterschiede gibt es in den Möglichkeiten, verloren gegangenes Gewebe zu ersetzen im Hinblick auf Erhalt der Funktionalität oder der entsprechenden Körperfunktionen. Das betrifft Techniken, die im weitesten Sinne zur rekonstruktiven Chirurgie gehören. Und da hat sich in den letzten 20 Jahren eigentlich eine ganze Menge verändert. Und wie sieht es denn mit dem Gesamtüberleben der Patienten aus und vor allem, wie hoch ist der Leidensdruck nach einer OP? Nun ja, das Gesamtüberleben hat sich gerade in den letzten 20, 30 oder in den letzten 50 Jahren wenig verändert. Man kann schon sagen, dass tendenziell die Patienten heute etwas länger überleben können. Das ist insbesondere neuen Therapieoptionen geschuldet, der medikamentösen Art. Hier auch wieder Immuntherapie als etwas, wo wir in den nächsten Jahren eine deutliche Verbesserung erwarten. Die klassischen Therapielinien im Sinne von, wenn man an die Chirurgie denkt, der ablativen Chirurgie, haben wie gesagt keinen großen Unterschied in den letzten Jahren erbracht, nur das funktionelle Ergebnis und die rekonstruktiven Möglichkeiten und damit Erhalt der Lebensqualität. Da hat es entscheidende Änderungen gegeben. Welche Änderungen sind das genau, gerade in der Wiederherstellungschirurgie? Ja, die Funktionen, die insbesondere da eine Rolle spielen, wenn man neben der Ästhetik, an die sich ja jeder zuerst denkt, der davon ausgeht, dass er irgendwo im Gesicht oder am Hals operiert wird, das ist die eine Geschichte, aber funktionell denken wir besonders an Schluck- und Sprachfunktion, die eben doch durchaus leiden kann, je nachdem, welche Anteile im Bereich der Mundhöhle, im Bereich des Rachens verloren gehen. Kehlkopfchirurgie, nur um ein Beispiel zu nennen, hier sind eben Techniken, die im Grunde genommen Gewebe mehr erhalten können, als auch plastisch-chirurgische Techniken, die zur Wiederherstellung führen, geeignet, die Lebensqualität der Patienten im Vergleich zu vor 20 Jahren deutlich zu erhöhen. Wie lange können Patienten denn mit zum Beispiel einer Kieferrekonstruktion leben oder muss die wieder ausgetauscht werden nach ein paar Jahren? Also heute ist es eigentlich der übliche Standard in Kliniken, die solche Chirurgie betreiben, dass die Gewebe, die verloren gehen, auch unmittelbar in einer Operation ersetzt werden. Zumindest in den meisten Fällen ist das der Fall. Das betrifft sowohl die Weichgewebe als auch die skeletalen Anteile, also die Knochen, zum Beispiel die Kieferknochen. Und wenn dies in einer Operation möglich ist und das zu einer adäquaten Wundheilung führt, dann kann man im Grunde genommen davon ausgehen, dass, wenn keine onkologischen Fragwürdigkeiten bestehen, eine normale Lebenserwartung resultiert. Sie erwähnten ja gerade die Immuntherapie. Was wird die Forschung uns in den kommenden Jahren noch an neuen Möglichkeiten bringen? Also sicherlich ist es so, dass die Forschung auf allen großen Schienen der onkologischen Therapie, sowohl in der Chirurgie als auch in der Radiotherapie, in der Chemotherapie, als auch den neuen Möglichkeiten medikamentöser Therapie, Stichwort Immuntherapie, neue Optionen bringen wird. Nur die Immuntherapie ist etwas, was ja gerade sehr viel diskutiert wird und seit den letzten 5 bis 10 Jahren an der Schwelle zum Eintritt in die klinische Routine steht. Und hier, das ist einfach der Bereich, wo wir am ehesten erwarten können, dass sich Dinge doch wirklich entscheidend ändern im Sinne von einer höheren Kurationsrate als auch im Sinne von Erhalt von Lebensqualität. Professor Sieg, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.